Hallo, willkommen in der Werkstatt. Ja, diese Flasche hat nicht viel mit Autos zu tun. Aber ich will mal zeigen, dass man aus Müll, ja, verschiedene Müll auch noch was machen kann. Und zwar aus alten Zündkerzen einen Flaschenöffner. Vielleicht eine nette Geschenkidee für manche. Dieses Ding funktioniert auch. Ich werde mal gleich erklären und zeigen, an welchen wertvollen und speziell gefertigten Einzelteilen dieses Teil besteht. Ja, ne? Also es funktioniert zumindest. Ja. Auch viel Effekt. Ne? Man kann damit Flaschen öffnen, also hat es ihre Funktion erfüllt. Nö. Kann man trinken. Also ist kein Hexenwerk. Wir haben ganz einfach. Wir schnappen uns eine alte Zündkerze mit diesem Adapter hier oben drauf. Der sitzt normalerweise so. Wo ja der Stecker drauf kommt. Den schrauben wir ab. Schleifen den so ein bisschen runter, weil den brauchen wir kürzer. Nehme ich jetzt eine Mutter, die nicht ganz so dick ist, bohren ein Loch rein. Ein Durchmesser von diesem Pin, so ein bisschen mehr, also dass das so schon passend sieht. Schneiden jetzt hier rein, so dass wir die Flasche öffnen können. Da müssen wir ein bisschen tüfteln. Manchmal ein bisschen schwierig, den Winkel hinzukriegen, aber die Flasche da halt aufkriegt. Wenn man das jetzt geschafft, stecken wir einfach dieses Ding drauf. Schnappen uns jetzt diesen wunderschönen kleinen Adapter. Das ist jetzt die Fummelix, aber wir müssen den hier zwischenkriegen. Hier zwischenkriegen. Oder so. Also wir müssen hier zwischenkriegen. Und logischerweise dann, wenn wir hier zwischen sind und der gerade ist, den wieder andrehen. So, wir drehen. Da können wir jetzt auch hier mit festziehen. Ja, und da war schon ganz geil. Wir haben einen Flaschenöffner. Ich denke mal, wirklich eine nette Geschenkidee für den einen oder anderen. Man kann ja Kerzen nehmen. Hier ist GM, weiß nicht, Volkswagen oder Mercedes oder was auch immer. Kerzen gibt mit Logo drauf. Jo, da war's schon. Wir sehen uns spätestens nächste Woche bei einem anderen Video.